Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grill, feines Grill, Barbecue. Heute machen wir was Cooles. Wir machen heute Drumsticks. So eine kleine, fiesen Dinger hier, super lecker, mit einem kleinen Marinadentrick. Und wie man macht, zeigt euch gleich. Viel Spaß dabei. Für unsere Hühnerkeulen brauchen wir, richtig, Hühnerkeulen. Habe ich mir bei Beef Bandits bestellt. Gibt es an ganz vielen anderen Stellen. Also schöne, richtig dicke, saftige, leckere Keulen mit Haut dran, so wie sich das hier hört. Dann brauchen wir so 100, 150 Gramm Mayonnaise. Und 2 Esslöffel Goldbräulergewürz. Wenn ihr Goldbräulergewürz nicht habt, dann könnt ihr euch den kaufen oder nachmischen. Findet ihr hier unten drunter oder ihr verwendet Hähnchengewürz, was ihr gerade Lust habt. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Also meine Empfehlung an der Stelle. Dann habe ich hier noch zur Deko ein bisschen Petersilie. Hier ein bisschen Alufolie. Da noch eine Schüssel. Einen Löffel. Und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, meine Regieassistenz berichtigt mich gerade. Das ist kein Petersilie, sondern Schnittlauch, hätte ich auch selber sehen können. Aber manchmal verspreche ich mich einfach, so ist es im Leben. So, jetzt nehmen wir 2 Esslöffel und auch da, bevor ich wieder kritisiert werde, nehme ich echte Esslöffel. 2 Esslöffel, kann nicht anders. Und vermischen das hier mit unserer Mayonnaise. Klingt komisch, ist aber hochgradig effektiv. Ist das jetzt irgendwie eine bestimmte Mayonnaise? Na, ganz normale Mayonnaise. Also versuche jetzt keine Mirakel-Wip, so Salatcreme oder so zu nehmen. Das funktioniert nicht. Aber nimmst du eine Mayonnaise, kannst du die selber hochziehen oder so, wie ich das immer mache. Ich nehme die einfach aus dem Kühlschrank. Wenn du Salatcreme nimmst, damit löschst du deinen Grill ab. Ja, da ist so viel Wasser drin, die das rauszieht und da hast du überhaupt keinen Effekt drin. Hier, wir brauchen Mayo mit richtig viel Fett drin. Das ist gut. So, dann tun wir unsere Keulchen hier in so eine Schüssel drin und verteilen dann großzügig unsere Mayonnaise-Marinade drüber. Und da ist natürlich schön, Mayonnaise ist Eiweiß drin, da ist Fett drin und wir haben jetzt hier die Würze drin und das sorgt dafür, dass wir hier eine wunderschöne Kruste an unsere Keulchen ranbekommen. Und dazu macht man ja nicht viel, sondern man mischt das hier einfach bloß durch. Und wenn wir die so mariniert haben, dann können wir die jetzt entweder noch eine Stunde in den Kühlschrank stellen oder wir grillen einfach los. Und ihr könnt jetzt abstimmen, wofür. Okay, wir grillen los. Und grillen ist jetzt easy, und zwar brauchen wir so einen Ablagerost. Du hast entweder einen normalen Ablagerost, dann legst du die einfach oben drauf, kein Problem. Oder du hast sowas Schönes hier so eben mit so einer Halterung unten dran, wo man die so einklemmen kann. Den habe ich jetzt von grillrost.com, von verschiedenen anderen Herstellern. Und da bammelst du die rein. Macht das jetzt das Fleisch an der Stelle besser? Nein, sieht halt schöner aus. So, siehst du, wenn ich mit dem gleich außen angefangen hätte, wäre das Spiel auch aufgegangen. Habe ich nicht. Sieht jetzt so auf. Also jetzt hier die alle voll zu hängen, macht Berliner keinen Sinn, weil dann hast du zu viel Kontakt, so wie jetzt hier. Das ist nicht optimal, wie gesagt, ich hänge die nochmal um. Kann ich ja nochmal machen. Wollen wir auch, dass das schön aussieht auf dem Grill, wa? Ja, jetzt machen wir so ungefähr 200 Grad. Und was wir noch machen, wir packen jetzt unten ein bisschen Alufolie runter, dass das runtertroffene Fett nicht anfängt zu fackeln und damit halt unser Fleisch nicht verbrennt. Gib mal hier mal ein bisschen Barbecue-Origami. Ja, reicht noch nicht. Also wir ein bisschen größer machen. Das schlagen wir jetzt mal immer um. So. Dann schieben wir die Burschen hier runter. So, und damit siehst du alles, was runter tropft, tropft hier ruf und sorgt nicht für direkten für Fettbrand. So, dann schließen wir den Deckel für ungefähr 35 Minuten. Werden die Keulchen dann irgendwie gedreht nochmal oder so? Nö, die hängst du bloß drin. Wenn du oben auf den Ablagerost legst, dann drehst du sie noch ein, zwei Mal. Dann kannst du, dass du von allen Seiten schön die Hitze bekommen, weil so schlägt von unten ein bisschen mehr ran. Hier einfach hängen lassen. Dieser kleine Swoosh waren in meiner Welt 20 Minuten, in eurer, ich glaube 0,9 Sekunden, aber ihr habt keine Zeit, die Honig, guck mal darin. So sehen die Burschen jetzt aus, entwickeln durch die Mayonnaise eine wunderschöne kleine Krustenhaut oben drauf. Das fällt mir sehr, sehr gut. Hängt schön frei, werden braun und ich würde sagen, die gönnen jetzt noch mal weitere 15 Minuten bei geschlossenem Deckel und dann sollten die perfekt sein. Insgesamt 35 Minuten, 200 Grad und so toll sehen die aus. Wir nehmen so eine Kruste dran, jetzt nehmen wir sie runter. Und der Trick ist, du musst sie oben anfassen. Wenn du sie unten nimmst, dann drückst du sie. Also immer hier oben rausnehmen, weil die hängen immer so ein bisschen fest, aber du hast hier oben die meiste Gewalt drin, um die wirklich zu lösen. Ja, dann packen wir noch ein bisschen hier Angeber-Schnittlauch oben drauf. Dann sieht alles immer ein bisschen hübscher aus, wenn man an den Tisch packt und schmecken tut es außerdem. Herrlich. Und bevor ich die jetzt esse, warte ich noch mal 3 Minuten, weil sie natürlich im Kern 80 Grad heiß. Und so 80 Grad heißen Hähnchensaft und Fett möchte ich nicht im Mund haben. Ich weiß, ihr freut euch, wenn ich mir die Schnauze verbrenne. Ich mich nicht, deshalb warte ich kurz.
Ja, ihr kennt ja von euch, war. Erst hat man Hoffnung, da gewinnt man Zuversicht. Dann hat man Hoffnung und dann, na, kicken wir mal, wie das hier wird. Ich beiß mal rein. Immer nur heiß, aber. Also, geil. Also, Hähnchen, Keulen vom Grill. Ihr seht es natürlich, wenn man gerne was abknabbert. Und ich tue es. Haut super. Schön mit dem Gewürz drauf. Und ist eine Nummer, die immer funktioniert. Und das Schöne, wir müssen ja alle sparen, die nicht viel kostet. Ne? Ist jetzt kein großer Steak, sondern eine Kleinigkeit. Und so ein Kilo hier reicht bestimmt für mich oder zwei hungrige Esser. Geil. Wie gesagt, Würzung ist klar, wie man das jetzt macht, habt ihr auch gesehen. Notfalls bestellt ihr bei Beef Bandit. Packt euch ein paar andere Sachen dazu oder auch nicht. Was ich mir aber auf jeden Fall wünsche, ist einen Daumen nach oben da lassen, wohl einen Kommentar oder vielleicht ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grill, Fans Grill Barbecue. Macht's gut und ich nasche jetzt hier diese super leckeren Keulchen weg. Könnte man eigentlich auch eine Sorte von den Tüttelmarinaden dafür verwenden? Ja, aber du kriegst ja Mayonnaise da nicht drin. Du musst das dir rausnehmen und dann versauchst du dir irgendwo dieses Mischverhältnis von diesen Schüttelmarinaden. Nö, du kannst aber unter unseren geilen Barbecue-Rappers nimmst du den halt dafür, oder? Aber Mayo regelt. Macht's gut! Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.